Ja, hallo, hier ist wieder die Heidi von thewisdomfactory.com und wieder mit einer deutschen Ausgabe, wie man an der Einführung schon sehen kann oder hören kann. Heute geht es um Führung. Wir sind es so immer noch gewöhnt, dass so Top-Down-Führung, Hierarchie, oben entscheidet einer und die anderen müssen spuren und so. Und das gefällt uns ja schon eine ganze Weile nicht. Wir wissen, dass wir weiterentwickelt sind von Spiral Dynamics, wissen wir, diese Art von Führungsstil, das gehört zu Blau, ne, zur konventionellen Stufe der Entwicklung. Und da sind wir ein paar von uns schon ein bisschen weiter. Und dann gab es also in der Vergangenheit doch einige Versuche, Führung anders zu gestalten. Und aus dem integralen Umfeld kennen wir Frédéric Laloux, der sich Betriebe beobachtet hat, wo das einfach anders war. Da hast du das Reinventing Organization, sehr schön. Und gesehen hat, dass es auch irgendwie anders geht. Ja, wunderbar, danke. Und ja, aber wie geht es anders? Und da haben sich einige Leute Gedanken gemacht, da gibt es Holacracy und da gibt es dies und jenes. Und da gibt es agile Führung und sowas, nicht? Und letztendlich habe ich Daniel Jühling, den ihr hier wahrscheinlich neben mir seht oder in Abwechslung, wenn er dann nachher spricht, je nachdem, wie die Aufnahme läuft. Jühling. Bitte? Jühling. Viele sagen Jühling, aber ich bin Jühling. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber es passiert mir öfters. Jühling. Echt? Ja. Okay, gut. Also Jühling. Wahrscheinlich ist das, ja, keine Ahnung warum, aber wenn es dich nicht stört, du bist der, der du bist. Ganz egal, wie der Vokal ist. Wunderbar. Und ich habe ihn kennengelernt vor 2 Wochen oder so in einem integralen Salon, wo er uns darüber gesprochen hat, über das Modell, was er, kann ich sagen, dass du dich das erfunden hast oder ist es zu dir gekommen oder hast du das entwickelt? Und da wollen wir heute drüber sprechen und deswegen gebe ich jetzt gleich mal das Wort an dich. Mhm. Ja, erst sagst du mal ein paar Wörtchen über dich und dann reden wir gleich über das Modell, was du da hast. Also ich bin der Daniel Jühling und ich bin studierter Maschinenbauer, also ich komme aus der Technik. Und bin aber dann über die Philosophie in die Soziologie gekommen. Und da hat mich besonders Niklas Luhmann begeistert mit seiner allgemeinen Systemtheorie. Und da ist das Thema Nichtwissen ein großes auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es die Soziologie, die Wissenschaft, die mit der größten Komplexität umgeht. Und da konnte ich sehr viel lernen. Und vor allem Niklas Luhmann baut auf Law of Forms auf. Und Law of Forms baut auch Ken Wilber auf. Und es ist für mich die Lego-Baustein aller Theorien. Es geht darum, dass man mit Unterscheidung praktisch Realitäten und Bewusstsein schafft, indem man die wieder, Law of Forms sagt, Re-Entry betreibt, dann entsteht Bewusstsein. Und alle Modelle für mich haben für mich nichts mit Wahrheit zu tun, sondern sie können höchstens nützlich sein. Und anstatt praktisch jetzt alle Modelle anzugucken, die es gibt, um zu lernen, zu verstehen, habe ich mir auf den Weg gemacht, meine eigenen Modelle zu basteln aus den Legosteinen, die die anderen auch verwenden. Und daraus ist praktisch dieser orthogonale Führung entstanden. Und das werde ich dann nachher präsentieren. Ja, und, genau. Wunderbar. Ja, wir haben gesagt, dass wir erstmal, dass du hast so ein paar Slides vorbereitet, dass du da mal durchgehst. Ich hoffe, es interessiert euch. Ihr könnt jederzeit dann mit ihm in Kontakt treten und am Ende wird er auch Auskunft geben über einige Workshops, nicht, die du anbietest. Darüber wird sich jemand da sowohl für die persönliche Entwicklung als auch für die, Führungsentwicklung in deinem Betrieb oder so. Gibt es Workshops und dann könnt ihr euch jederzeit mit ihm in Verbindung setzen. Und lasst euch mal überraschen. Ich fand es irgendwie spannend, ne, als du da uns das erklärt hast. Und deswegen habe ich dich eingeladen, dass wir da mal ein Video drüber machen wollen. Weil ich tue ja immer gerne spannende Sachen veröffentlichen. Wunderbar. Gut, dann fang doch einfach mal an. Gut, dann share ich mal. Also integral, oder ich sage ganzheitlich, mein Ansatz ist auch ganzheitlich in der Hinsicht, dass ich von der Selbstführung bis zur Gesellschaftsführung gehe. Und im Grunde genommen geht es darum, dass wir als einzelne Personen bestimmen können, wo wir unsere Energie einbringen. Und damit können wir
ganz bewusst und direkt über unsere Füße, sage ich gerne, die Gesellschaft auch mitformen. Und warum? Warum orthogonale Führung? Weil es Menschen gibt, die in diesem Gesellschaftsteam leiden. Ich sage bewusst in ihrem Gesellschaftssystem, weil keiner die Fähigkeit hat, das ganze System als sich zu erfahren, sondern man lebt immer in seinem System. Und das gibt auch einem die Freiheit, es auch anders zu gestalten. Und wie funktioniert orthogonale Führung? Das sind für mich drei wichtige Elemente. Das ist einmal der Kohärenzsinn, der eine Orientierung gibt, der nicht auf das Wissen der Vergangenheit basiert, sondern einen öffnet auch für das, was um einem herum ist. Und dadurch hat man die Möglichkeit, neue Entscheidungen zu treffen, die vorher aus seinem Wissen heraus nicht getroffen worden sind, um am Ende die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Und das zweite Element ist praktisch das Soll-Ist-Matches, das erzähle ich nachher. Das heißt, das nenne ich auch soziale Energie. Leute, die in Resonanz treten, die eine gleiche Meinung haben, gleiche Einstellung, die haben einen sogenannten Soll-Ist-Match, da entsteht soziale Energie. Und das dritte Element, habe ich schon erwähnt, das ist Food Voting. Es gibt viele verschiedene Lebensgemeinschaften, die ihre eigenen Regeln haben. Die unterscheiden sich alle, aber ich als Einzelperson kann praktisch durch meine Füße wählen, in welcher Gemeinschaft ich meine am besten mein Leben so zu leben, wie ich es gerne leben möchte. Und das sieht man jetzt genauer, wie das genau anzusenden ist und zu sehen ist. Grundsätzlich geht praktisch das über die Selbstführung, Menschenführung, Projektführung, Unternehmensführung bis zur Gesellschaftsführung. Und wozu machen wir das alles? Am Ende geht es um den Menschen, weil wir spüren am Ende, was funktioniert und nicht funktioniert. Und deswegen orthogonale Führung ist, damit Menschen selbstbestimmt das tun, was für sie sinnerfüllend ist, in der Gemeinschaft, in der sie leben wollen. Hört sich das gut an, Heidi? Das hört sich sehr gut an, ja. Ja, okay, das ist, also es lohnt sich, wenn wir das so erreichen wollen. Genau, und es ist ein Thema in der Zeit von heute, nicht? Dass wir jetzt auf so viele von uns auf der Suche sind, einmal nach der Gemeinschaft, in der wir leben wollen, und auch nach der Betätigung und dem Umfeld, in dem wir arbeiten wollen, nicht? Und insofern finde ich das sehr vielversprechend. Genau. Jetzt wird es ein bisschen abstrakt. Ich denke, ihr seid abstrakte Modelle gewohnt. Ich habe praktisch die sogenannte Wissenstreppe, die bei Zeichen anfängt, dann über Informationen, also Daten, Informationen, Wissen, habe ich weitergeführt in Richtung Kompetenztreppe und um die verschiedenen Führungsarten praktisch zu lokalisieren. Wissen nutzen ist ganz klar, plus Motivation entstehen Handlungen, das ist die Selbstführung. Bei der Menschenführung geht es darum, dass, wenn man jemanden führt, dass die richtig handeln, die sogenannte Managementkompetenz. Dann bei der Projektführung geht es darum, dass man zum Kontext passend plant, das ist die Planungskompetenz. Und bei der Unternehmensführung ist, dass man den richtigen Fokus auf den richtigen Kontext richtet, indem man praktisch sein Unternehmen führt und auch erfolgreich führen möchte. Und am Ende ist die Gesellschaftsführung, wo ich sage, im Grunde genommen, keiner kann die Gesellschaft an sich führen, da ist großes Nichtwissen da. Und das löse ich dann genau an, wie ich dann in jeder Ebene die orthogonale Führung mit einbringe. Entscheidend ist das Symbol hier, hier ist ein schwarzer Pfeil, das ist immer das Wissen, was wir nutzen wollen. Und der grüne Pfeil, der orthogonal dazu steht, orthogonal heißt rechtwinklig, das, wo wir das Nichtwissen nutzen wollen. So, das ist als Überblick, jetzt gehe ich in die Details. Die erste Frage, was überhaupt Nichtwissen ist. Alles, was wir nicht wahrnehmen, ist in dem Sinn unser Nichtwissen. Und wir haben eine riesen Produktion an Wissen in unserer Welt. Wir haben Universitäten, wir haben so viele Autoren. Es wird immer mehr Wissen auf der einen Seite. Oder Informationen, wenn man es runterspielen möchte. Und auf der anderen Seite, wir als Mensch, wir haben ungefähr 40 Bits pro Sekunde die Kapazität, bewusst was zu denken. Das ist ein Satz pro Sekunde. Und da kann man viel trainieren, wie man möchte. Viel weiter kann man es nicht erweitern. Da steht ein totales Missverhältnis zwischen dem, was neue Informationen in der Welt geschaffen wird, zu dem, was wir verarbeiten können. Gleichzeitig verändert sich die Welt. Siehst du eigentlich den Fall, wenn ich da drüber gehe? Ja, sehe ich. Mhm. Okay. Auf der anderen Seite verändert sich die Welt. Das heißt, das, was wir als vergangene Erfahrung haben, können wir gar nicht hernehmen als Projektion in die Zukunft, weil immer neue Sachen passieren. Wir haben neue Technologien, wir haben neue Viren, wir haben neue Kriege. Und so entsteht auch ein absolutes Nichtwissen, wie überhaupt die Welt sich entwickeln
wird. Ja, da kann ich mal kurz einstreuen. Ken Wilber hat ja gesagt, dass praktisch die Zukunft, dass der nächste Moment sich immer auf dem Vorhergehenden aufbaut. Die Vergangenheit ist da, aber da kommt immer ein kreatives Moment dazu. Also man kann sich zum Beispiel darauf verlassen, dass morgen auch noch die Sonne aufgeht. Also so komplett ist es nicht, dass man das nicht weiß. Aber es gibt immer bestimmte Elemente, die man nicht wissen kann vorher. Erst wenn es dann eingetreten ist. Na, ich wollte es nochmal zur Definition von Nichtwissen, weil das ist, finde ich, schon ein bisschen schwierig. Wir wollen ja nicht das ganze Wissen wegschmeißen, ne, was wir vorher aufgebaut haben, sondern wir bauen auch darauf auf, aber aus diesem schon angereicherten Wissen kann man nichts Neues erschaffen, sondern da muss immer dieses Nichtwissen-Moment. Das ist, wie ich darunter verstehe. Was verstehst du? Also es ist richtig, wir sind gefangen in unserer Befangenheit, um es negativ zu formulieren, und machen dadurch eine Projektion von der Zukunft. Und was halt dadurch passiert ist, wir werden dann überrascht, wenn es dann anders kommt, wie wir erwartet haben, basierend auf unser Wissen, unserer Vergangenheit. Und wir sind in letzter Zeit oft überrascht worden. Dass wir irgendwie auf einmal nicht mehr machen dürfen, was wir wollen, weil irgendwie Quarantäne ist. Wir sind überrascht worden, dass auf einmal die Preise steigern. Wir sind überrascht, wie die Wirtschaft sich entwickelt, was kein Experte aus seinem Wissen heraus vorausgesagt hat. Und ich denke, dass man sieht, dass diese hohe Dynamik auch jetzt mittlerweile spürbar wird. Das heißt, die Erwartungen, Enttäuschungen, die sind größer geworden. Wobei gerade dieses Beispiel, was du gesagt hast, also einige Experten wussten das vorher schon oder haben es vorausgesagt, aber wir als Bevölkerung wussten das mit Sicherheit nicht, würde ich schon sagen, was da so auf uns zukommt. Nachher ist immer einfach zu sagen, ja, da war wer jemand, der hat das richtig gefunden. Und das ist ein richtiger Punkt. Wir haben so eine Vielfalt, egal was passiert, irgendjemand würde genau das gesagt haben. Mhm. Und nachher wissen wir das. Und wie wir da diesen einen finden, das ist genau die Herausforderung. Wie kriegt man den Match von der das genau weiß, was richtig ist? Wie unterscheidet man von den Experten, der ja einfach daneben liegt, zwischen dem, der jetzt kein Experte ist, aber die praktisch das richtige Lösung hat? Sagen wir, das Ist-Soll-Match. Das ist ja die Herausforderung. Nachher wissen wir das. Okay. Und um das deutlich zu machen, wie wirkt Nichtwissen? Also wir sitzen aus unserem Boot, das ist unser Wissen, das ist auch typisch Projektmanagement, wenn man sagt, man fährt mit alles in Kontrolle, man hat seine Daten, die man aufnimmt, von den Kontrollwerten, die man hat, und die sind alle in dem Sinne, geht in die Richtung, wo der schwarze Pfeil geht. Und man merkt aber nicht, was man nicht auf dem Schirm hat. Es ist ein seitlicher Wind oder seitliche Strömung. Und der wirkt, obwohl man praktisch die volle Power in eine Richtung hat. Und am Ende kommt man woanders raus. Und dass man woanders rauskommt, das ist dann eine Überraschung. Oder es ist auch eine Enttäuschung, wenn man bestimmte Sachen erwartet hat und jemand macht es dann nicht, dann ist man enttäuscht oder man überrascht, wenn es ganz anders rauskommt. Und das ist der Punkt, das Nichtwissen wirkt orthogonal. Das heißt, wir können es nicht mit unserem Wissen abfangen, dass irgendwas wirkt, was wir nicht in unserem Radar haben. Und damit ist, sage ich auch, können wir nicht voraussagen, genau wie die Zukunft wird, weil wir nur auf unserem Wissen basiert eine Prognose für die Zukunft machen können. Es sei denn, du bist ein Hellseher. Ja, gerne. Aber ich gebe ja auch recht, unser Wissen und unsere Erfahrung, die lassen uns sehr träge sein. Wir halten sehr gerne daran fest. Und das ist auch ein Problem dann, weil wenn sich die Umwelt ändert und wir halten aber an dem Alten fest, kann man dadurch sehr leiden. Ich nenne es auch eine Selbstregungsfalle. Darauf kommen wir noch. Der entscheidende Punkt ist, wenn wir akzeptiert haben, dass das Nichtwissen wirkt, ist die Frage, wie kann man dieses Nichtwissen, was nicht in unserem Bewusstsein ist, absichtlich nutzen, und zwar in die Richtung, wo wir hinwollen. Und das nenne ich orthogonale Kompetenz. Und das ist, worum es geht und was ich vermitteln möchte. Und dazu stelle ich mir es noch mal kurz vor. Also mein Ursprung ist Maschinenbau. Ich habe mich lange mit der allgemeinen Systemtheorie von Niklas Luhmann beschäftigt. Er war sehr bereichernd, um sehr viel zu verstehen. Gerade diese selbstreferenziellen Systeme, wie die miteinander agieren oder nicht agieren. Aber es ist keine gute Theorie, um Führung damit umzusetzen. Man sagt eher, man kann da nicht viel machen in einem System. Man kann mal einen Impuls in ein System hineinsetzen und guckt mal, was daraus dann wird und was da passiert. Also Niklas Luhmann ist nicht geeignet, um eine gute Führungs,
Theorie davon abzuleiten. Ich bin dann, ich muss dazu sagen, ich habe auch allgemeine Systemtheorie unterrichtet in der Hochschule und habe auch unterrichtet, wie man allgemeine Modelle macht. Und was ich sehr schätze, ist, dass er auf Law of Forms aufbaut und genauso auch Ken Wilber in seinem Buch genau auf Law of Forms auch aufbaut und erklärt, wie das Bewusstsein entsteht. Und das ist auch dieser Lego-Baustein, wo auch die Gehirnforschung direkt anschlussfähig ist mit Thomas Metzinger. Und diese Art von Denken ist auch meine Art von Denken, die ich praktisch auch jetzt hier, das, was ich jetzt präsentiere, aufgebaut habe. Und das entscheidende Element, was jetzt noch dazu kommt, ist die Akteur-Netzwerk-Theorie von Bruno Latour, den Begriff des Quasi-Objekts eingeführt hat. Ein Quasi-Objekt ist ein Objekt, was soziale Interaktion strukturiert. Und damit ist dann auch Führung möglich. Und ich würde nachher dazu noch Beispiele bringen. Und ich will nur sagen, dass dieser Ansatz der Systemtheorie super ist, aber nicht ausreichend, um Führung umzusetzen. Und deswegen Akteur-Netzwerk-Theorie als erweiterten Ansatz. Gut, und was ich noch zu sagen möchte, ist Gerd Klostermann, kennst du den? Ja, kenne ich. Mhm. Genau. Der hat ja gesagt, er hatte den Arbeitskreis 1998 mit Ken Wilber in Deutschland gemacht, wo das integrale Forum rausgekommen ist. Es ist im Grunde mein Sparlingspartner. Wir treffen uns öfters und reden miteinander und befruchten uns da in der Hinsicht. Und da sind immer sehr, sehr, sehr gute Impulse von seiner Seite und er schätzt auch meine Impulse. Und es ist ein Schritt weitergehen, was ich heute präsentiere. Das ist ja sehr schön, da bist du sozusagen von Anfang an von integral befruchtet worden, wenn man das so sagen kann. Also ich lege nochmal ganz klar raus, ich präsentiere jetzt nichts, was praktisch Ken Wilber entspricht, sondern ich benutze die Lego-Bausteine, die Ken Wilber benutzt und die Lego-Bausteine, die praktisch die allgemeine Systemtheorie benutzt, was Ken Wilber benutzt und was auch die Gehirnforschung benutzt, ist Law of Forms. Und das ist, wie man mit Unterscheidung arbeitet und wie man durch eine Re-Entry dann überhaupt Bewusstsein entstehen lassen kann. Das lassen wir so stehen. A Law of Forms okay. Ist praktisch mein Fundament. Ja, kannst du noch mal sagen, was ist das? Law of Forms von Spencer Brown ist in seinem Buch hier, Das Spektrum des Bewusstseins, Synthese östlicher und westlicher Psychologie, ist das erste Zitat, was drin ist von George Spencer Brown. Mhm. Und einfach mal googeln, Law of Forms. Am besten Sekundärliteratur. Sehr zu empfehlen, das sind die Bausteine. Wunderbar. Kannst du mir diese Literatur, die Liste, die du verwendest, zuschicken und dann kann ich das mit veröffentlichen, das wäre schön. Das kann ich, ja, gut. Super. Ich habe es selbst nicht gelesen, ich habe es mal überblättert und war dann so froh, das zu sehen, dass er auch darauf referenziert und auch in der Form argumentiert. Mhm, gut. Ja, dann sind wir nächste Folie. Das bedeutet, allgemein ist aus der Führung Literatur wird entschieden, wie die sich entwickelt hat. Da war am Anfang die Great Man Theory, das nenne ich die autokratische Führung. Ich wirke, das ist der Boss, so wie du vorhin gesagt hast, du wolltest es nicht mehr haben, in dem Sinne blau. Und so ging es los und dann kam für mich die integrative Führung, das sind verschiedene Ansätze, das heißt wir führen. Da sehe ich auch den agilen Ansatz. Das sind genau Shared Leadership in der Richtung. Und dann kam die systemische Führung in der Hinsicht, was ich auch gesagt habe, was Richtung Niklas Luhmann geht, wo man systemisch denkt, was auch im Grunde genommen die ganze Ken Wilber-Geschichte ist ja auch sehr systemisch aufgebaut. Und ich gehe jetzt einen Schritt weiter, indem ich sage, orthogonal für es wirkt. Und ich habe mir überlegt, eigentlich könnte ich das Transzendenz nennen, weil es nicht mehr ich bin und es ist nicht mehr wir, sondern es ist ein Stück weiter, ohne religiös zu werden oder in der Form. Aber im Grunde genommen kann man das auch Transzendenz nennen und das mache ich heute das erste Mal. Ich nenne es Nichtwissen. Gut. Aber Ken Wilber sagt ja auch, man transzendiert die vorhergehende Stufe, wenn man in die nächste Stufe kommt. Und das heißt ja auch nicht unbedingt, dass es religiös ist, sondern das heißt einfach nur, dass man drüber hinausgegangen ist, würde ich sagen, ne? Oder?
Mit dem Stufen, ich habe zwar jetzt auch so ein Stufenmodell drin, sehe es aber nicht in der Form von Stufen, von Reifemodellen, sondern ich habe in dem Sinne einen auf Augenhöhe Ansatz, aber das wird man nachher dann genauer, würde ich das dann an der Stelle kommentieren. Okay. Transzendenz in der Hinsicht ist das Nichtwissen, was ich nicht habe, das heißt, es ist aus mir, über mir hinweg, also es ist ja nicht in mir, sondern das Nichtwissen ist außerhalb. Da habe ich die Matrix der Führung. Auf der einen Seite habe ich jetzt gesagt, die autokratische Führung, das ist ich wirke, indikative Führung, wir wirken und Orthogonalführung, es wirkt. Und die fünf Ebenen, Selbstführung, Menschenführung ist das erste Workshop-Modul, zweites Workshop-Modul, Projektführung, Unternehmensführung und das dritte Gesellschaftsführung. Und da sieht man auch praktisch die jeweiligen entscheidenden Orientierungspunkte, Kohärenzsinn, Soll, Ist, Match und Food Voting. Und das ist mein orthogonales Denkwerkzeug. Da steht ein Meter, in Wirklichkeit ist es aber 50 Zentimeter breit. Und ich sage immer, das ist praktisch der schwarze Teil, mein Wissen, da kann ich denken, kann ich bewusst sein. Und ich kann darüber nachdenken, was ich nicht weiß. Das kann ich mir noch bewusst machen. Was ich nicht weiß, kann ich hier auf die Suche gehen, um das Nichtwissen in Wissen zu verwandeln. Und sage aber, das ist ein Meter lang. Und da ist noch ein Bereich, was ich nicht weiß, was ich nicht weiß. Und für mich, vereinfacht kann man das als drei Bewusstseinsstufen bezeichnen. Also sehr einfach, sehr platt. Das, was ich weiß, das, was ich bewusst nicht weiß. Und das, was ich einfach nicht weiß, weiß ich nicht weiß. Ja, oder vielleicht auch gar nicht wissen kannst, nicht? Genau. Dazu kann ich noch sagen, ich habe mich wirklich mit Nichtwissen beschäftigt und habe über 50 verschiedene Definitionen von Nichtwissen gefunden. Das heißt, es ist eine Riesenvielfalt und im Grunde genommen ist es eine starke Reduzierung, das ist einfach auf dieses Werkzeug zu reduzieren. Aber die verschiedenen Qualitäten, die von Nichtwissen gibt, ist beeindruckend groß. Ja, das ist toll, dass du das nochmal sagst, weil das, als wir letztens gesprochen haben, kam das ja auch raus, dass verschiedene Leute unter Nichtwissen was Verschiedenes verstehen. Ja. Dass du das nochmal ganz klar machst, dass du das auf diese Art des Nichtwissens für dein Modell, wobei die anderen nicht deswegen ungültig sind. Was andere also ich wiederhole nochmal, für mich sind Modelle niemals Wahrheiten. Es ist immer die Frage, wie ich ein Modell schaffe, wie führe ich Unterscheidung an, um in Law of Forms zu denken, die ich einfach mal ausprobiere. Das ist ein Indikationskalkül. Ich probiere mal aus, mit diesen Unterscheidungen zu operieren und gucke mal, ob das nützlich ist. Und was ich jetzt gesagt habe, also dieses orthogonale Denkwerkzeug ist nützlich. Das kann man in die Hand nehmen und man hat diese drei Unterscheidungen. Und damit kann man jetzt wunderbar operieren, um orthogonale Führung dann praktisch umzusetzen. Sehr pragmatischer Ansatz, nicht? Genau. Also, erstes, warum orthogonale Selbstführung? Wenn immer wieder dieselben unerfreulichen Erlebnisse passieren, dann ist es sinnvoll, die Ressource Nichtwissen zu nutzen. Also ich nenne es auch Selbstregungsfalle, das Wort habe ich mal rausgenommen. Das heißt, wenn wir selbst die Lösung in uns nicht mehr finden, dann müssen wir gucken, ob wir eine Lösung finden, die außerhalb uns ist. Also wir müssen die Lösung transzendieren in der Hinsicht. Und wenn es jetzt praktisch in diesem Stufenmodell, ich mag das Wort eigentlich gar nicht, in diesem Stufenmodell darstelle, haben wir praktisch Selbstführung in der Form von Wissen plus Motivation und Dürfen, das habe ich in Anführungszeichen gesetzt, zu einer Handlung. Aber wenn die Handlung so ist, dass ich unglücklich bin, dass ich leide, dass ich ungesund werde, dann macht es Sinn zu gucken, ob es einen anderen Ansatz gibt. Und das Ziel ist, ein selbstbestimmtes Leben zu haben. Und mein neuer Orientierungspunkt ist nicht mehr mein vergangenes Wissen. Das ist der wichtige Punkt. Ich orientiere mich nicht mehr an mein vergangenes Wissen. Es spielt zwar mit, sondern ich orientiere mich was an einem Kohärenzsinn. Ein Kohärenzsinn ist Schlüssigkeit, heißt das. Und das bedeutet, wenn ich mein Fühlen, Denken, Handeln und Umfeld in Richtung Kohärenz führt, dann ist das eine positive Entwicklung für meine Selbstführung. Also daran orientiere ich mich in diese Richtung, um diese Kohärenz zu erhöhen. Um das zu machen, schaffe ich überholte Handlungsmuster aus meinem System raus. Das heißt, das Verlernen ist ein ganz wichtiges Element.
Weil wenn ich immer ein bestimmtes Reaktionsmuster habe, was mich in die Inkohärenz führt, in den Konflikt, in den Streit oder was auch immer, dann macht es Sinn, diese zu entdecken und ins Nichtwissen zu schicken. Die vergesse ich jetzt, die benutze ich nicht mehr. Und auf der anderen Seite befriedigende Handlungen herausholen. Das sind die Behandlungen, die meine Bedürfnisse befrieden in Hinsicht. Das klingt super, aber wie tust du was verlernen, was so fest eingeprägt ist in dich? Hast du da ein Rezept? Also ich würde sagen, es kommt auf den jeweiligen Fall an. Aber man wird ja merken, dass man, wenn man mit bestimmten Leuten zusammen ist, kann es sein, wenn man einfach die Kontaktzeit mit diesen Leuten, also man hat Konflikt mit diesen Leuten und sagt, okay, wenn ich die Kontaktzeit mit diesen Leuten praktisch reduziere, indem ich nicht mehr immer dort hingehe wie sonst, dann kann man dafür sorgen, dass man praktisch dieses Konflikt reduziert, indem man sagt, okay, da geht man gar nicht in Kontakt und schickt es nicht wissen. Das ist auf der äußeren Handlungsebene, das ist sicher einfacher als auf der inneren psychischen Ebene, nicht? Ja, okay. Das stimmt. Mhm. Genauso kann es sein, dass man sagt, okay, wenn man lass mal kurz überlegen. Ich habe jetzt ein wunderbares Beispiel als nächstes. Vielleicht erklärt ich das in der Form. Mhm. Und zwar das Kohärenzhintergrund von Aaron Antonowski aus der Salutogenese. Und der hat praktisch Frauen aus dem KZ untersucht, wie sie die Zeit überlebt haben. Und diese Frau hier, die Jüdin, Mittelstand, hat wunderbares Leben gehabt, alles wunderbar gepasst. Ihre Selbstregelung, also ihre Muster, ihr Handlungsmuster, hat alles gepasst zu diesem Umfeld. Von einem Tag auf den anderen kommt die praktisch in diese unmenschliche Situation mit ihrem Wissen und ihrer Intuition und Verhaltensweisen und ist da, ja, muss jetzt auf einmal da sich auseinandersetzen. Und er hat festgestellt, es gibt Frauen, die gehen kaputt daraus und es gibt Frauen, die gehen gestärkt aus dieser Erfahrung raus. Und das Spannende war, was haben die Frauen, die gestärkt aus dieser Situation rauskommen? Und er hat gesagt, die haben einen großen Kohärenzsinn. Die waren in der Lage, ihr Denken, Handeln und Fühlen ihrem Umfeld so anzupassen, dass eine Kohärenz entstanden ist. Und das heißt, die das nicht in der Lage waren, zum Beispiel, ein Beispiel, man kommt da rein und sagt, es ist ungerecht. Recht hat er, es ist ungerecht. Und wer daran festhält, es ist ungerecht, der Gerät kann daran kaputt gehen, weil er machtlos ist. Wer aber dann sieht, okay, ich bin jetzt in dieser Situation, die ist ungerecht, es ist immer noch ungerecht, aber wie kann ich jetzt praktisch in Kohärenz kommen in dieser Situation? Die Frauen, die sich den Kindern angenommen haben und sich um sie gekümmert haben, die haben einen Sinn gesehen, was sie in dieser unmenschlichen Situation gemacht haben. Die haben geschafft, ihr Denken, Handeln und Tun in ihrem Umfeld so zusammenbringen, dass Kohärenz entstanden ist. Die sind gestärkt aus dieser Situation rausgegangen. Und KZ ist schon ziemlich krass. Wir haben jetzt mit der Corona-Auflagen haben wir gehabt, das war ja auch ein sehr starker Impact, wo Leute auch drauf reagieren mussten. Und Leute, die, sage ich mal jetzt so provokativ, mit geringen Kohärenz sind, die haben sich wahrscheinlich mehr aufgeregt. Vielleicht sind sie auch sogar krank geworden in der neuen Situation. Und Personen mit einem höheren Kohärenz sind, haben geguckt, wie sie am besten mit umgehen, um denken, handeln und tun, mit der neuen Situation zurechtzukommen. Und das war nicht vergangenes Wissen oder Können, sondern das musste man praktisch durch die neuen Orientierung am Kohärenzsinn, wie man diese Schlüssigkeit wiederherstellt, orientiert. Schlüssigkeit und hat es mit Sinnfindung zu tun, nicht auch? Das ist ein Element, aber nicht das Einzigste. Ah, okay. Was ist da noch? Es geht wirklich darum, dass das Denken, Handeln und Fühlen mit dem Umfeld schlüssig werden. Und Sinn ist was einen normalerweise sogar ein bisschen Inkohärenz aushält. Das ist ein Sinn, sehe ich das sogar in Anführungszeichen. Aber wenn man so einfacher gesagt, wenn man bestimmte Sachen macht oder nicht macht, kann man diese Kohärenz erhöhen in der Form. Jetzt habe ich einen Gedanken, der jetzt wieder verloren gegangen ist. Sagen wir mal die Frage. I'm sorry, habe ich dich unterbrochen. Das hat mir nur gerade, weil du das gesagt hast mit den Kindern, ja, dass sie sich um die Kinder gekümmert haben und dadurch über diese Sinnfindung in dieser fürchterlichen Situation trotzdem
haben sie einen Sinn für sich, ihr Leben gefunden und konnten dadurch die Kohärenz erhöhen. So habe ich das verstanden. Gut, richtig. Das ist mir Gedanken wieder eingefallen. Okay. Ein ganz banales Beispiel. Jemand schuldet mir, eine Firma schuldet mir praktisch 5 Euro, weil die was falsch gerechnet haben. Ich schreibe hin und sage, nee, das können die nicht ändern, weil irgendwas ihr System, sonst was. Ich bin aber im Recht und ich könnte jetzt meine Energie reinsenden, darum zu kämpfen, dass ich diese 5 Euro bekomme und zeuge große Inkohärenz. Und ich sage mal, manchmal ist mir das wert, jetzt da in diesen Konflikt reinzugehen und sage ich, nee, also mir ist eigentlich viel wichtig, dass ich jetzt direkt zum Sport gehe und das mache, was mir gut tut und schreibe diese 5 Euro ab. Und mache eigentlich, und das ist orientiert nicht am Recht haben und behalten, sondern daran orientiert, wie komme ich jetzt in diese Kohärenz rein, die sich für mich schlüssig fühlt, wo ich sage, die macht mich gesund, stark und kohärent in meiner Art des Denken, Handeln, Fühlen und Tuns. Ja, und es erspart dir Energieverschleiß sozusagen, nicht? Genau. Und das heißt, manchmal ist es das, was man als ein Wissen und Recht auch bezeichnet, da einfach mal loszulassen, hilft, wenn man überlegt, bringt mich das jetzt in die Kohärenz oder nicht? Und damit öffnet man einen ganz neuen Lösungsraum, was außerhalb von dem bekannten Wissen und Tun ist. Und das Tolle daran ist, die Umfeld ist damit integriert im Kohärenzsinn. Ja, super. Gut. Dann, also wozu orthogonale Selbstführung für ein gesundes, selbstbestimmtes Leben? Also gesund, Adonowski hat da auch gezeigt, dass ein hoher Kohärenzsinn direkt korreliert mit Gesundheit und seine Idee oder sein Ansatz von Salutogenese ist, dass man sich darauf fokussiert, wie man gesund ist und bleibt. Und dann, wenn man sich auf den Kohärenzsinn praktisch konzentriert, hat es einen direkten Impact, dass man gesund ist, gesunder wird und bleibt. Und das Entscheidende ist für mich, dass man ein selbstbestimmtes Leben dadurch bekommt, dass man wirklich das macht, was auch in die Kohärenz bringt. Und da ist genau das Bild von dieser Glühlampe, wo es gesagt hat, jeder ist in seinem eigenen Gesellschaftssystem gefangen. Genau das wichtige Element, wenn man in so einem gefangenen System ist, der einen krank macht, dann ist wichtig, dass man zu sich selbst findet, seine eigenen Bedürfnisse kennenlernt und auch lernt, was man machen muss, um sie zu befrieden, um in die eigene Kohärenz zu kommen. Und dazu gehört es halt auch, auf bestimmten Systemen einfach auszusteigen. Und damit nimmt man auch die Energie von Systemen, die toxisch sind, die nicht gesund sind, die nicht unterstützungswert ist. Das heißt, dass wir als Gesellschaft besser und gesünder wird, fängt mit jedem Einzelnen selber an, auf sich selbst aufzupassen. Und das ist für mich das Wichtigste von allem, Selbstführung. Und das Wichtigste, und das dazu ergänzt, dass diese Selbstführung orthogonal ist, dass sie auch an dem Umfeld orientiert ist, in der Hinsicht, was ich mit meinem Denken, Handeln und Tun und meinem Umfeld in Kohärenz bringe. Und das ist für mich ein Friedensweg. Mhm. Gut. Gut, dann nächste Führung ist die orthogonale Menschenführung. Warum? Ja, weil toxische Beziehungen einen unglücklich machen und allein halten. Ist klar, in dem Stufenmodell, also Management, das ist jetzt auch im Kontext von Unternehmen, Management bedeutet ja, wenn man nach Plan, wenn die Leute so das Richtige machen, wie es geplant worden ist. Das kann funktionieren und kann nicht funktionieren. Und wenn das nicht funktioniert oder der orthogonale Ansatz ist, dass man sagt, okay, man orientiert sich nicht an den Plan, der Plan kann ja falsch sein, sondern orientiert sich daran, wie man gemeinsam den Kohärenzsinn zwischenmenschlich vergrößert. Das heißt, wenn Fühlen, Denken, Handeln und Beziehung in Richtung Kohärenz führen. Und der Punkt ist, man möchte Vertrauen haben, macht Vertrauen haben, mit dem man zusammenarbeitet oder mit dem man ein Leben führt, dass man ihn kennt in der Hinsicht und dass man ihn auch irgendwo verlassen kann. Und es gibt Elemente, darauf kann man sich nicht verlassen. Es gibt auch Elemente, die kosten Energie, das sind Energieräuber. Und die schickt man ins Nichtwissen. Und die Sachen, wo man Commitment hat, das ist die soziale Energie, die holt man aus dem Nichtwissen heraus. Und
jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Es geht nicht nur pro Person, sondern es kann innerhalb einer Person gehen. Und das ist jetzt überhaupt nicht integrativ, sondern es ist in dem Sinne, gibt es verschiedene Elemente in einer Person, die Energie rauben. Und es gibt andere Elemente, die einen in dem Sinne positiv sind in der Beziehung zueinander. Und dafür bringe ich ein Beispiel. Menschenführung durch Quasi-Objekt. Das ist schon ein Beispiel jetzt, was ein Quasi-Objekt ist. In dem Fall ist es der Vorhang. Und hinter dem Vorhang sind Musiker. Das Setting ist, es sollen die besten Musiker für das Philharmonische Orchester in New York gefunden werden. Und man hat festgestellt, wenn man da zuguckt, dass dann praktisch Vorurteile mitspielen. Das sind sogenannte Energieräuber. Das heißt, um eine gute Entscheidung zu treffen, den besten Musiker in das Orchester zu bekommen, ist ein Energieräuber ein Wissen, was einem Weg steht, der visuelle Eindruck, weil dadurch eine Wertung reinkommt, die ihm nicht damit zu tun hat, ob die gut spielen. Deswegen wird praktisch diese Art von Wissen und Information entkoppelt, weggetan, kann nicht wahrgenommen, ins Nichtswissen geschickt. Und auf der anderen Seite hören wir. Und das Gehör entscheidet dann, wer der beste Musiker ist. Seitdem die das gemacht haben, ist der Frauenteil um das Fünffache gestiegen. Ja, das ist super gut, dass das so gemacht wird, weil man ist so voreingenommen, dann ist der eine einem sympathisch oder hält die Geige falsch oder weiß der Teufel was. Ne? Und dann ist dann schon das Urteil beeinträchtigt. Gerade bei Musik, wo es ja ums Hören geht und nicht ums Gucken, ist das ein ganz wichtiges Verfahren. Sehr gut, ja, gutes Beispiel. Und damit öffnet man sich einen ganz neuen Lösungsraum. Wenn es nicht mehr heißt, der passt in die Gruppe rein oder nicht rein, sondern man kann sagen, welchen Teil von Elementen wollen wir in dieser Gruppe haben und welchen Teil von den Menschen, der zusammenarbeiten, ist hinderlich in der Zusammenarbeit. Und man kann praktisch durch Quasi-Objekte gemeinsam erarbeiten, wie man dafür sorgt, dass jeder selbst in seinen Bedürfnissen befriedet ist und gleichzeitig das einbringen kann, was auch gewertschätzt wird in der Beziehung. Und das, was nicht gewertschätzt wird von beiden Seiten, dass man das draußen hält. Und am Ende geht es wirklich darum, dass man in diesen orthogonalen Menschenführung den anderen zur Selbstführung befähigt, dass er selbst weiß, was er möchte, dass er selbst die Fähigkeit hat, seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Und dadurch entstehen vertrauensvolle Beziehungen. Nächstes. Vom orthogonale Projektführung. Das ist jetzt mehr fast, ich habe überlegt, das ist ziemlich ein Business-Kontext, aber dann habe ich gedacht, dann doch nicht, weil im Grunde genommen, wenn man eine Gemeinschaft aufbaut und daraus ein Projekt macht, dann kommt ja auch zu Situationen, wo man plant und feststellen muss, was denn richtig oder falsch ist, wie man bestimmte Sachen macht. Im Grunde genommen bei der orthogonalen Projektführung ist dann wichtig, wenn Einigungsverfahren scheitern können. Und in dem Stufenmodell ist praktisch passend zum Kontext richtiges Planen. Und wenn das nicht funktioniert, ich meine, der Beste ist, wenn man einen Konsens schafft. Man redet so lange, bis alle sagen, wir sind dafür. Aber versucht das mal mit 1.000 Leuten hinzukriegen oder 100. Lass mal nur 10. Manchmal reichen 2, die es nicht hinkriegen. Und dann geht man auf andere Entscheidungsverfahren über, demokratische Entscheidungsverfahren. Und dann entscheidet eine Mehrheit über alle. Und das kann auch sehr unangenehm werden, dass dann eine kleine Gruppe total übergangen wird und was machen müssen, was wirklich absolut gegen ihre Moral geht vielleicht. Und das heißt, wenn man merkt, dass diese Einigungsverfahren scheitern, manchmal sind auch die Ergebnisse einfach falsch, gibt es einen anderen Ansatz, dass man sagt, dass man die Vielfalt nutzt. Das heißt, in dem kontextrelevanten Aufgabengebiet, wo es darum geht, dieses Projekt zu führen, löst man es durch eine Vielfalt. Das heißt, ein Projekt in Richtung Ist-Soll-Match führen. So, was ist jetzt ein Ist-Soll-Match? Das habe ich jetzt hier gar nicht so erklärt. Ist, wenn in dem Sinne ein Ist, ein Soll ist, wenn wir uns einig sind, dass was was passt. Das heißt, wir sind einer Meinung. Und das ist praktisch ein Match. Und wie man das machen kann, dass praktisch ohne zu sagen, bei der Planung ist ja, dass man ein Soll festlegt.
was man dann erreichen möchte. Also man, ein Projektmanagement ist, man legt einen Plan fest, einen Sollplan, das werden wir erreichen und wir sind heute hier, das ist das Ist und das wollen wir überbrücken. Aber wenn Ist und Soll Match gleich haben, dann sind wir schon da. Dann ist die Lösung da. Das ist praktisch so gezaubert. Ein Beispiel ist Elon Musk, wie er sein Hyperloop mehr oder weniger entwickelt. Das ist praktisch eine Röhre, was als Transportweg funktionieren soll, wo man praktisch als Kapsel durchgeschossen wird. Und was er macht von Jahr zu Jahr, er macht einfach Wettbewerbe in seinem Projekt, wo er sagt, okay, das sind jetzt die Herausforderungen für das nächste Wettbewerb, bringt mal alle Vorschläge rein. Und zum Beispiel 2016 waren 700 Teilnehmer, die 120 Vorschläge generiert hat, wo er dann die genommen hat, um weiterzuarbeiten. Also er hat kein Team aufgebaut, um zu sagen, was jetzt die richtige Lösung ist, was typisch Projektmanagement ist, sondern er hat gesagt, okay, er schafft die Voraussetzung, dass er eine Vielfalt von Lösungen bekommt und kann dann sich mehr oder weniger aussuchen, was dann passt. Und das macht er iterativ immer weiter. Und so ist er sehr schnell in diesem Wissensaufbau mit diesem Hyperloop und geht da sehr schnell vorwärts. Das bedeutet, wozu orthogonale Projektführung? Um über Vielfalt passende Lösungen zu generieren. Das Problem ist da, aber wir wissen nicht, was die richtige Lösung ist. Mein eigenes Team schafft es nicht, die richtige Lösung zu bringen. Wie schaffe ich es, viele Lösungen zu generieren und dann zu gucken, was ist der Best Fit? Das ist ganz spannend, weil da auf die Art und Weise werden die Leute ja inspiriert, sich Gedanken zu machen und in der Hoffnung, dass dann ihre Gedanken vielleicht gewinnen oder so und dass sie dann weitermachen dürfen. Sind die bezahlt, diese Sachen, oder sind die, wie ist das da? Also im Grunde genommen ist es ein Wettbewerb, manchmal gibt es Preisgelder. Und der Punkt ist, man muss es ganzheitlich denken. Also wenn ich als einzelne Person nicht mehr in einem bestimmten Betrieb arbeiten möchte, weil es nicht meiner Naturell entspricht und ich kann dann so arbeiten, wie ich möchte und verdiene dadurch mein Geld, dass ich eine App zum Beispiel auf dem App-Markt tue und verdiene damit ausreichend Geld, dass ich so leben kann, wie ich möchte, dann ist das eine gute Sache. Der Punkt ist, die Leute, die bei diesen Wettbewerben machen, die sind alle hochmotiviert. Und das ist doch, und das gibt ihnen Sinn, damit zu machen. Und das ist doch schön. Die Frage, wie das dann finanziell aussieht, das ist eine zweite Sache. Das hast du eigentlich schon beantwortet. Wenn das ein Wettbewerb ist, da werden ja Preise ausgeschrieben und da wollen die Leute für die beste Lösung, dass ihr Ansatz als beste Lösung oder zweite oder drittbeste, und dann kriegen sie erst einen zweiten, dritten Preis und dann kriegen sie ein bisschen Geld. Das ist ja wie überall bei Wettbewerben, nicht? Insofern hast du mir die Frage schon beantwortet. Ich will damit sagen, das ist eine Variante. Es gibt viele verschiedene Varianten. Okay. Die Essenz ist, wenn man mit der aktuellen Ressource nicht zu einer Lösung kommt in einem Projekt, kann man sich oder ein Problem nicht gelöst bekommt oder einfach in der Kommunikation scheitert, kann man überlegen, wie man durch Vielfalt schafft, mehrere Art von Lösungen zu generieren, wo man sagen kann, wo ist jetzt der Ist-Soll-Match? Was passt zusammen? Und damit benutzt man wirklich die Ressource Nichtwissen, weil das Wissen ist ja nicht da, sondern man versucht, die Lösung außerhalb seinem Bereich zu suchen und zu finden. Und es ist orthogonale Projektführung. Okay, macht Sinn. Jetzt noch einen Schritt weiter. Warum orthogonale Unternehmensführung? Weil es viele dynamische Kontexte gibt, die gleichzeitig wirken. Technologieentwicklung, Preisschwankungen, Krieg, Naturerscheinungen, Quarantänebestimmungen, Mitbewerber, Lieferketten, gesetzliche Auflagen, Kunden. Das ist alles verschiedene Kontexte, die ihre eigene Bewertungsmaßstäbe haben, die aber auch ins Unternehmen reinwirken. Und Unternehmensführung ist eine Kontextkompetenz, das heißt, man schafft einen Kontext, wo man sich darauf fokussiert. Und das kann funktionieren oder auch nicht funktionieren, funktioniert dann nicht, wenn praktisch andere Kontexte in das Unternehmen so eine große Wirkung haben, dass sie bankrott gehen. Und das ist die Frage, dieser Fokus auf einem Kontext, das ist eine Selbstreferenz, das ist typische Systemtheorie, jedes System, das sich selbst erschafft, hat eine Selbstreferenz und handelt aus dieser Logik heraus.
Wenn die Logik aber nicht mehr zu dem passt, wie sich der Markt entwickelt, wie die Dynamik draußen ist, kann die hinderlich sein. Deswegen ist die Selbstreferenz, was wir ins Nichtwissen schicken wollen, und holen dafür uns eine schnelle Evolution rein. Das ist ein Begriff von Niklas Luhmann in dem Fall, wie man die Entwicklung, die außerhalb uns stattfindet im Unternehmen, in die Struktur des Unternehmens hinein integriert wird. Und das heißt, das Unternehmen von ist gleich soll Matches führen lassen. Ziel ist nachhaltiger Erfolg. Und es geht praktisch um die Ist-Soll-Matches. Jetzt als Beispiel, wie das normalerweise gemacht wird, wenn wir eine Abweichung haben, weil irgendwas passiert ist, die Lieferketten sind zusammengebrochen. Wie geht man mit solchen Abweichungen um? In einem konservativen Unternehmen reagiert man bei Abweichungen normal mit Druckerhöhung. Streng dich besser an. Das heißt, man muss gar nichts zu machen. Die Lösung muss bei uns liegen. Also wir müssen uns besser anstrengen, wenn wir auch keinen Erfolg haben. Das ist das autokratische Herangehen. Agile Unternehmen reagieren da anders. Die gucken das an, was sie verstehen, und ändern mit einer Planänderung. Okay, die Lieferketten sind zusammengebrochen. Können wir jetzt alternativ machen? Können wir alternativ Produkte hernehmen? Wie ist dann die Lieferzeit? Wie ist dann die neue Lieferzeit? Was ist unser neuer Plan? Das ist eine agile Herangehensweise. Und beim orthogonalen sieht es anders aus. Orthogonale Unternehmensführung arbeitet nicht gegen Abweichung, sondern nutzt diese durch Ist-Gleich-Soll-Matches. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass ich erkläre, was ein Ist-Gleich-Soll-Match ist. Das bedeutet, diese liegende Zahl, die aus der Sicht des Unternehmensführers eine 9 ist, ist eine lokale Wahrheit, wenn man es so nennen möchte. Aber diese Zahl kann man auch anders sehen. Rechts sieht man sie als 6. Manche auch als 9, manche als liegende Zahl, manche als 7. Also ganz verrückte Sachen, manche als spiegelverkehrt. Aber es sind immer Leute, die sagen, die sind sich einig, dass die Zahl so zu interpretieren ist oder dieses Zeichen. Das sind alles Ist-Gleich-Soll-Matches. Das heißt, diese Vielzahl von verschiedenen Lösungen, die es reell außerhalb von dem Unternehmen gibt, sind Ist-Gleich-Soll-Matches. Und wäre doch schön, wenn diese Einigkeit, diese soziale Energie, die da außerhalb von dem Unternehmen gibt, wenn man die nutzen kann. So, das ist jetzt sehr abstrakt. Ich wiederhole aber nochmal, was mir sehr wichtig ist. Es ist nicht meine Perspektive, es ist nicht mein Denken, es ist nicht meine Vergangenheit, es ist nicht meine Erfahrung, die ich nutze, sondern orthogonale Unternehmensführung sagt ganz bewusst, ich weiß nicht, was funktioniert und nicht funktioniert. Aber ich schaffe die Voraussetzung, dass diese Soll-Gleich-Ist-Matches sich finden können und dass ich sie nutzen kann, absichtlich. Beispiel, das mache ich seit Jahren mit diesem Beispiel, aber es gibt noch viele andere Beispiele, aber das ist das Einfachste zu verstehen. Das ist der Apple App Store. Und Apple hat orthogonales Erwarten am Beispiel von Apple Store. Die Erwartung, was Apple hat, ein anderes Erwarten ist, wenn ist gleich soll Match, dann orthogonal ist, dann soll was passieren. Das bedeutet, auf der einen Seite, und orthogonal dazu sagen sie, ist gleich soll ist unbekannt. Das bedeutet, sie wissen nicht, mit welcher App erfolgreich sein wird. Sie entwickeln auch keine App. Sie lassen es einfach der Evolution offen auf der Plattform, welche Programmierer welche Apps vorschlagen, auf der einen Seite, und welche Apps von dem Benutzer benutzt werden und auch bezahlt werden. Und damit haben die praktisch ein System geschaffen, das hoch anpassungsfähig ist. Das heißt, vor Corona hat keiner gedacht, dass man Corona-Apps braucht. Aber mit Corona gab es dann Corona-Apps. Und ich kenne Leute, die haben sich deswegen ein Smartphone gekauft, damit sie diese Corona-Apps benutzen können. Und damit war das Ziel von Apple, dass sie mit diesem System einen Mehrwert ihres Telefons gegeben haben. Gleichzeitig gibt es Apps, wo man das Geld zahlt. Da hat niemand daran gedacht, für irgendwelche Verzehrungsgesichter-App, dass man da die Leute Geld zahlen würde. Und zahlen total viel Geld dafür. Oder viele Leute zahlen Geld dafür und verdienen da richtig mit Geld. Das war alles im Nichtwissen. Aber durch diese Erwartung, ich weiß nicht, was funktioniert. Ich weiß auch nicht, was kommt. Aber ich schaffe die Voraussetzung, dass ich Ist-Gleich-Soll-Matches finden kann. Und orthogonal dazu habe ich eine Kopplung. Und zwar mit der Absicht, Geld zu verdienen und den Mehrwert zu erhöhen. Und diese Variante, die kann man auf Unternehmen, auf kleine Unternehmen, auf große Unternehmen übertragen.
Ja, gut. Fragen? Nee, eigentlich nicht. Also, die habe ich dir ja letzte Woche da schon gestellt. Das ist praktisch auf Eigeninitiative, die Menschen was kreieren, kriegen aber noch kein Geld für. Aber vielleicht hat sie Erfolg. Das ist praktisch die gleiche Wettbewerbssituation, von der du vorher gesprochen hast. Ja. Man versucht, Erfolg zu haben, nur ist es dann kein Gremium, das sagt, dieses nehmen wir und nicht das, sondern es ist den Menschen überlassen, beziehungsweise deren, was weiß ich, deren Community, die sagt, ah, nimm das oder nimm nicht das oder so. Aber letztendlich ist es nicht die Firma, die es entscheidet, genau, welche favorisiert wird und welche dann irgendwann mal fallen gelassen wird, sondern die Benutzer. Und das, der Riesenvorteil davon ist, Leute, die das machen, die machen das aus einer Überzeugung, aus dem Sinn heraus. Und sie sind nicht gebunden an irgendeiner Firmenstruktur, Politik, sonst was, sondern kann sagen, das mache ich nicht. Die werden nicht dazu gezwungen. Das ist alles auf Freiwilligkeit. Und wenn viele Leute diese Möglichkeit haben, können ganz anders leben. Ich kenne, in Spanien kenne ich jemanden, der vermietet einfach sein Haus über Airbnb und der macht nur das, was ihm noch Spaß macht. Der geht nicht in eine Arbeit wie vorher. Das war so eine Plattform, was ihm das ermöglicht hat. Da ist auch ein Soll-Ist-Match in der Form, dass Leute die nachfragen und die das haben wollen. Und das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell wie von Hotels, die sagen, wir machen alles schön, wunderbar, das ist perfekt jetzt und dann kommen die Leute nicht. Das heißt, dieser Ansatz, ich weiß, wie alles sein muss und damit gehe ich auf den Markt, ist sehr riskant. Und ich finde es gut und ich finde es förderlich, dass viele diese Art von Geschäftsmodellen anbieten, weil es dem einzelnen Menschen eine größere Freiheit gibt, genau den besten Fit zu finden. Weil er kann sagen, ich mache das oder jenes und ich akzeptiere die Regeln in der Form und die machen für mich Sinn und deswegen mache ich das. Und das ist für mich auch eine Art, wie dann die Gesellschaft sich entwickeln kann in eine Richtung, wo man sagt, jeder ist glücklich in der Form, wie er, was er macht und auch sein Geld mitverdient. Und vor allen Dingen ist das selbstbestimmt, nicht? Auf alle Fälle. Aber auch natürlich abhängig von dem Erfolg. Also wenn ich jetzt hier meine Zimmer vermiete und kriege bei Airbnb ein schlechtes Kommentar oder einen guten Kommentar, je nachdem, da hängt es davon ab, wer kommt oder wer nicht kommt, nicht? Das ist, man hat als Nutzer dann schon auch einen ganz großen Einfluss auf den Erfolg der angebotenen, auf den Erfolg der Arbeit derer, die sich dafür eingesetzt haben, dass es zur Verfügung gestellt wird, sagen wir es mal so. Und was mir wichtig ist an dem Punkt, je mehr es gibt, die sowas anbieten, desto unabhängig ist man dann von einer Plattform. Also die Gefahr, was ich jetzt sehe, es gibt die ganz Großen, die haben große Plattformen, die haben natürlich auch eine große Macht in der Sicht. Deswegen ist mein Ansatz, je mehr Angebote, je mehr Alternativen, auch Lebensgemeinschaft, je mehr es gibt, desto einfacher und desto schneller werden sich Best-Fittes finden. Und genau. Wobei man dann auch wieder eine Plattform braucht, die die sammelt, damit man die überhaupt erstmal finden kann. Ne? In dem Fall ist es ein Riesenunternehmen, Apple oder sowas. Aber wir brauchen dann im kleineren Rahmen, bräuchten wir kleinere Plattformen, nicht? Ich meine, das ist jetzt einmal auf dem Digitalen. Ich sehe das auch in der Form von Lebensgemeinschaften. Es gibt Lebensgemeinschaften in Portugal, in weiß Gott, wo überall sie gibt. Und in der Form gibt er recht, man muss kennen, das ist auch die Idee vom dritten Workshop, dass man weiß, was für Lebensgemeinschaften es gibt und wie die aussehen und wie das Leben dann dort ist. Nur mit diesem Wissen kann ich dann natürlich die Entscheidung treffen, wo ich dann mit Food Voting hingehe und dann meine Energie einbringe. Da bin ich bei dir. Ich will nur jetzt sagen, es gibt digitale Ansätze und es gibt auch reale Ansätze, wo man wirklich nur physikalisch auch hingehen kann. Aber meine Vorstellung ist, dass man, das ist, lebe ich auch in der Hinsicht, ich bin ja teilweise hier in Deutschland, teilweise in Spanien und von Spanien arbeite ich dann auch übers Internet. Und dadurch, dass ich das geht, dass man ortsunabhängig arbeiten kann, fühle ich mich sehr frei. Mhm. Das finde ich schön. Und ja, ich habe dir ja gesagt, dass es mir eben auch auf Gemeinschaft, ich möchte ja auch so eine Gemeinschaft gründen, weil ich hier das Haus habe und gern Leute, ja, das ist jetzt so eine kleine Eigenwerbung, anziehen würde, mit dem man wirklich sich auch gut verstehen kann und die auch ähnliche Werte teilen. Und insofern ist so ein Ansatz schon auch ganz gut. Ne? Und deswegen die Frage, wo
Es gibt nicht viele Plattformen, wo man sowas kommunizieren kann. Es gibt ein paar, aber nicht allzu viele, ne? Und dann haben wir ein gemeinsames Interesse. Also ich habe auch die Idee in Spanien, so in, jetzt noch nicht, aber in ein paar Jahren, auch mich mit Leuten umzuschauen, wo man sagt, man ist eine gute Gemeinschaft. Und das ist genau die Idee von der Gesellschaftsführung, genau Leute wie dich zu unterstützen, sowas zu machen, A, und dann aber auch die Leute, dass sie wissen, wo sowas zu finden ist und dass man die auch zueinander finden. Genau. Und das ist für mich wirklich aktive Friedensarbeit. Absolut, ja. Und es gibt ein oder zwei, Bring Together ist eine, da bin ich auch drauf, aber irgendwie hat es noch nicht so recht geklappt. Aber gut, es kommen hin und wieder Leute und dann gucken wir, ob wir zusammen können oder ob wir nicht können. Und manchmal geht es gut und manchmal geht es nicht so gut. Ja, es ist spannend. Ah, sehr schön, das finde ich sehr schön. Das finde ich jetzt, da müssen wir uns nochmal privat unterhalten. Ja, okay, gut. Mach du ruhig nochmal weiter. Wir sind nämlich schon ziemlich weit in der Zeit fortgeschritten. Ich bin, wozu Unternehmensführung nachhaltiger Erfolg trotz Nichtwissen? Jetzt kommt praktisch das Letzte. Gesellschaftsführung, das haben wir ja schon fast geteased. Warum orthogonale Gesellschaftsführung? Weil es Menschen gibt, die im aktuellen Gesellschaftssystem leiden. Und der Punkt ist, also die Gesellschaft ist, es geht darum, dass man praktisch in dem Bereich der Gesellschaft die Sozialenergie zieht, durch Foodvoting und dann da seine Energie einbringt, wo man sagt, da fühlt man sich am besten, um im Zusammenleben friedvoll zu leben. Und damit möglichst große Wahlfreiheit besteht, braucht es viele Leute, die sowas anbieten und auch machen, weil dann ist es einfacher, diesen Fit zu finden. Und im Grunde genommen, die Gesellschaft an sich kann keiner alleine führen. Es gibt keinen Machtinhaber, der das kann. Auch die integrative Führung, dass man sagt, wir haben eine Weltgemeinschaft und eine Weltregierung, wo wir uns einig sind, wie es weitergeht, sehe ich auch nicht. Deswegen ist die orthogonale Führung für mich die einzige faktile Sache, wie man die Gesellschaft in der Hinsicht in der Richtung förderlich entwickeln lassen kann, wo die Wahlfreiheit ins Einzelne größer wird und wo auch die Anzahl der Menschen, die sagen, ich fühle mich in der Gemeinschaft, wo ich lebe, gesund und meine Bedürfnisse sind befriedigt und ich fühle mich im Frieden, wo ich wohne, geht über diesem Angebot von Alternativen. Deswegen, ich muss noch schnell was dazu sagen. Das finde ich insofern spannend, weil wir im Moment die Tendenz hat, ja, die Gesellschaft ist an allen schuld. Und wenn dann jemand sagt, ja, aber du bist doch die Gesellschaft, das fühlt man nicht. Aber wenn wir selber aktiv Teil sind und solche kleineren Gemeinschaften bilden, das sind ja dann so wie Bausteine der Gesellschaft. Und dann ist man wirklich aktiv Teil der Gesellschaft. Und dann kann man sie auch beeinflussen, weil im Moment sieht es so aus, Gesellschaft ist da drüben und das ist alles scheiße. Und wir sind da und wissen nicht, was wir machen sollen. Also das finde ich schon einen schönen Ansatz. Und nicht so einfach zu realisieren, nicht? Aber da reden wir noch mal drüber. Na, ich finde es ganz einfach zu realisieren. Ich sehe es doch. Solange jemand über die Gesellschaft jammert und sagt, die ist schlecht und leidet drunter, der braucht orthogonale Selbstführung, um sich zu befähigen, sich sein Denken, Handeln und Tun mit seinem Umfeld in Kohärenz zu bringen. Da wird man nämlich feststellen, ich finde das so lustig, ich kenne einen Unternehmensführer, der hat alle rausgeschmissen, die nicht geimpft waren. Und ich kenne einen Unternehmensführer, der alle rausgeschmissen haben, die geimpft waren. Beide haben den Konflikt gelöst. Und damit sieht man, es gibt ganz verschiedene Richtungen. Und es gibt Leute, die können sich nicht vertragen. Warum sollen die zusammenbleiben? Es ist sinnvoll anzuerkennen, es gibt nicht die einzige Wahrheit, sondern es gibt viele Wahrheiten. Es gibt verschiedene Lebensansätze. Jeder ist ein Unikat. Und es ist schön, bestimmte Leute, die wachsen und werden groß in bestimmten Gemeinschaften und das ist schön und das ist gut so. Und das ist die Vision. Die Vielfalt von verschiedenen Möglichkeiten und Lebensgemeinschaften zu fördern und damit möglichst viel Wahlfreiheit zu geben, damit einzelne Personen, die sich selbst führen, wirklich in Richtung Kohärenz ihren eigenen persönlichen Frieden zu finden. Und ich sage dir, es sind so viele neue Gruppen entstanden und Kreise, die durch diese andere Ansicht ein Kit haben und eine ganz interessante soziale Energie entsteht.
Ja, da möchte ich eins dazu sagen. Also nur für die Impfung zum Beispiel, wenn man das so nennen kann, zu sein oder dagegen, das ist nicht genug, Kit. Also was du sagst, ist, man braucht wirklich ein Wertesystem, auf das man aufbaut. Ne? Und das bestärkt mich jetzt ein bisschen auch, klarer zu sein, was ich eigentlich für eine Gemeinschaft aufbauen möchte und es nicht nur so auf mich zukommen lasse wie bisher, sondern dass man ganz klar Werte oder Vorstellungen oder Ideen herauskristallisieren muss und dann gucken, wer möchte da mit dabei sein, nicht? Oder wenn man es gemeinsam machen kann, ist ja noch besser, ja? Aber dass man nicht so, wenn es zu offen ist, dann ist es meiner Meinung nach wahrscheinlich nicht so gut. Und das ist wieder dann dadurch gelöst, dass es verschiedene gibt. Wenn es dann hier nicht passt, dann gehst du halt dann über, nicht? Genau. Aber dass man alles in eins bringen will, das geht wahrscheinlich nicht, ne? Ich sage es nochmal ganz klar, voll d'accord. Dieser Ansatz, wir kommen zusammen und machen was gemeinsam raus, kann sehr anstrengend werden. Mhm. Aber der andererseits, wenn du ein ganz klares Profil sagst, hier haben wir diese Werte, diese Regeln, das kann man jetzt angucken. Guck das mal an, sprich dich das an. Nein? Okay, dann ist es nicht. Sprich dich das an, ja, dann bleib da. Und du hast, und das finde ich auch wichtig als Führung, auch gerade in Unternehmensführung oder auch Gesellschaftsführung, ganz klar sagen, ich mache ein Angebot. Apple macht ein Angebot, die zwingen niemanden dahin zu gehen, sondern jeder ist frei, es anzunehmen oder nicht anzunehmen. Und wenn du eine Gemeinschaft aufbauen möchtest, in deinem Haus, mach dir ganz klar, welche Lebensgemeinschaft du haben möchtest und wie die Leute sein sollen und kommuniziere das ganz klar und du wirst Leute finden, die dazu passen. Bitte. Genau, das bestärkt mich. Das habe ich bislang nämlich nicht gemacht. Und das bitte, werde ich. Bitte mach das. Du wirst dadurch glücklich. Das andere sind lange Irrwege. Weil genau. Auch Leute, die kommen, die haben vielleicht ganz andere Erwartungen, weil du gar nicht kommuniziert bekommen hast, was überhaupt da zu erwarten ist. Genau, und ich auch nicht kommuniziert habe, klar, und immer darauf warte, dass sich irgendwas ergibt und dann kommt es immer zu Enttäuschungen. Ne? Das habe ich ein paar Mal jetzt schon erlebt. Und dann ist ja irgendwas falsch, nicht? Da muss man sich mal überlegen, was man da so falsch macht. Ne? Ja, gut. Noch zwei Folien. Genau, jetzt sind wir schon bei den Workshops. Also ich habe drei Workshops. Ist das in Ordnung oder hast du vorher noch eine Frage? Nee, es ist okay. Wir haben schon ziemlich viel. Ja. Okay. Der erste Workshop-Modul ist die Selbstführung und Menschenführung. Der ist für jeden gedacht. Und da geht es praktisch, wie man sich selbst in diese Kohärenz bekommt, das Denken, Handeln und Fühlen mit dem Umfeld zusammenpasst. Und ein klares Zeichen, wer krank ist, wer über die Gesellschaft lästert, wer immer merkt, dass er immer die gleiche oder ähnliche Konflikte hat, der wird glücklich mit diesem Workshop, weil es sehr befreiend ist. Gut. Workshop-Modul Nummer zwei. Es müssen wirklich sehr viele kommen zu dir, glaube ich, im Moment. Ja, der nächste ist Ende des Monats und dann bin ich eineinhalb Monate im Urlaub. Also Ende Monats habe ich noch Plätze frei. Zweites Workshop-Modul ist praktisch Projekt Unternehmensführung. Das ist für Berater und Unternehmer. Das ist sehr spezifisch in der Hinsicht. Und das Workshop-Modul Nummer drei ist in dem Sinne für Interessierte, die da genauer einsteigen wollen in der Hinsicht und wissen wollen, was gibt es denn eigentlich? A und B, wie muss ich denn vorgehen, damit ich auch die richtigen Leute praktisch anziehe? Ja, sehr gut, da müsste ich eigentlich hinkommen. Wunderbar. Und über den QR-Code kommt man praktisch zu der Anmeldung. Und noch am Ende habe ich praktisch, die Folien kann man über diesen QR-Code runterladen. Und genau, und ich habe ein besonderes Schmankerl. Wer praktisch sich bis zum 30.09. bei mir auf dem Workshop einmeldet, kriegt praktisch mit diesem Code Vitamins 10% Preisnachlass. Ja, wunderbar. Die Folien, meinst du diese Folien, die werde ich dann auch verlinken und bei mir hochladen, dann auf der Webseite, kannst du da auch downloadable oder willst du das nur über deinen QR-Code? Du kannst diesen Link auf deiner Webseite nehmen und kannst es bei mir runterladen. Ganz genau, okay. Super. Ja. Super. Ja, dann sind wir ja eigentlich durch. Ich finde es nach wie vor spannend, auch gerade, weil ich ein persönliches Interesse habe, daran da was zu lernen. Und ja, hast du jetzt noch irgendwie was noch fehlt, was du noch gern sagen möchtest? Für mich ist es rund. Ich freue mich. Ist es rund. Okay, dann danke ich dir und dann reden wir nochmal, wenn es um den Aufbau der Gemeinschaft geht. Dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ne? Wunderbar.
Alles klar. Schön. Und wenn es dich mal statt nach Spanien nach Italien verschlägt, dann bist du hier gerne gesehen. Ebenfalls. In Spanien. Okay. Dankeschön und mach's gut. Ciao, tschüss. Ciao.